Hallo zusammen bei Besagan, ich bin Sammy und heute gibt es eine weitere Runde Wer wird Millionär? Ich wollte eigentlich ein kleines Projekt starten, das ein paar Teile hat sonst, aber ja, Setup und alles ausprobieren, dass es funktioniert und so, hat viel zu lange gedauert. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, deshalb gibt es eine Runde Wer wird Millionär, ganz einfach. So, heute offensichtlich bin ich wieder alleine. Und ich gebe mein Bestes. Die Frage für auf den Stuhl. Ordnen Sie die letzten vier Monarchen von Großbritannien chronologisch von 1910 bis heute. George der Sechste, George der Fünfte, Edward der Achte, Elisabeth die Zweite. Ich habe keine Ahnung. Junge. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bup, 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 bup. Ne, Moment, ich wollte die zwei Georges nach... Was? Ach, die zwei Georges waren nicht nacheinander. Ich hab's noch gedacht. Okay. Was bekommt jemand, der bevorzugt behandelt wird? Extrawurst, Zusatzschinken, Spezialschnitzel, Sonderkotelett. Extrawurst. Wir haben eine A-Runde. Ich kann jetzt immer auf A klicken. Da gibt's aber viel zu putzen, lautet die Feststellung, wenn ich auf einen Haufen Besteck aus angelaufenem Lachfalten, Überbiss, Schmollmund, Silberblick. Was? Auf einen Haufen Besteck aus Besteck aus angelaufenem Silberblick. Wobei handelt es sich üblicherweise nicht um ein Lebewesen, Seifenspender? Organspender, Blutspender, Samenspender. Ja, nee, nee. Was sollte im Computer möglichst groß sein? Der Monitor, die Grafikkarte. Nee, was sollte... Oh, jetzt ohne die Antworten zu sehen. Was sollte im Computer möglichst groß sein? Der Virenschutz. Die Usability, der Monitor, im Computer, der Platz für die Luft, dass sie gut zirkulieren kann, warme Luft raus, kalte Luft rein, Geräteschuppen, Hobbykeller, Arbeitsspeicher, Vorratskammer, ja gut, Arbeitsspeicher, ja gut. Wäre ich in den nächsten 5 Minuten schon noch drauf gekommen. Ich weiß nur, dass es niemand von euch interessiert, wenn ich 5 Minuten darüber nachdenke. Wo bekommen US-Rekruten ihre Grundausbildung? Im Taxilager, im Zugdepot, im Fahrradzeltplatz, auf dem Fahrradzeltplatz oder im Bootcamp? Bootcamp, jawohl. Hatten wir diese Woche an der Uni auch für die neuen Doktorierenden. Das Bootcamp. 1000-Euro-Frage. Was ist Bestandteil des Blutes? Gesellenzellen, Assistentenzellen, Helferzellen, Zivizellen. Das müssten die Helferzellen sein. Ja, ja. Oh ja, Helferzellen. Ja, ja. Jo. 2000-Euro-Frage. Das alljährlich im Herbst mit Spannung erwartete Schwarzbuch enthält zahlreiche Beispiele für die eklatante Verschwendung von Steuergeldern, Energiereserven, Parkraum, Lebensmitteln. Das Schwarzbuch im Herbst. Ich habe keine Ahnung, was das Schwarzbuch ist. Aber wenn von Herbst die Rede ist, dann würde ich schon mal nicht auf Steuergelder gehen. Wäre das nicht entweder Anfangsjahr oder im Frühjahr? Ich
Energiereserven, wieso Reserven? Das würde Sinn machen, so die Energie im Sommer, wenn es heiß ist und alle die Klimaanlage laufen haben, wie viel Energie man da im Sommer dann verwendet oder halt verschwendet hat. Enthält zahlreiche Beispiele für die eklatante Verschwendung. Beispiele. Also Parkraum finde ich Blödsinn. Die anderen drei, das könnte alles sein. Da muss ich einen Joker nehmen. Also, die eklatante Verschwendung. Energiereserven. Es brauchen halt alle Energie. Ist halt scheiße und dann sagt man, ja, wir haben wieder viel Energie verbraucht, aber eklatant ist das ja nicht. Also fällt Energiereserven auch weg. Da gibt es jetzt noch Lebensmittel und Steuergelder. Und ich habe fast das Gefühl, bei den Lebensmitteln ist es ebenfalls so, da sagen alle, ja gut, scheiße, viel Lebensmittel weggeworfen ist scheiße, aber eklatant. Ich meine, eklatant ist ja eigentlich etwas, wenn man mit dem Finger auf einen zeigen kann, du hast das verschwendet. Ja gut, Beispiele. Das Buch beinhaltet Beispiele. Nee, ist ja eine deutsche Frage, oder? Und das, dann wird es bestimmt Steuergelder sein. Weil... Ich nehme mal den 50-50 Joker, komm. Okay, ich rate und fange dann nochmal an, weil meine Antwort falsch ist. Ja komm, das naheliegende, Steuergelder. Dankeschön. Hui. Das Volkslied, alles neu macht der Mai. Singt man zu der gleichen Melodie wie im Frühtau zu Berge, Winter ade, Hänschen klein, alle meine Entchen. Alles neu macht der Mai, ich weiß nicht, wie man das singt. Scheiße. Aber alle meine Entchen glaube ich jetzt nicht. Das wäre ein bisschen... Alle meine Entchen, und was soll denn alles neu macht der Mai? Hänschen klein geht allein in die weite Welt hinein. Alles neu macht der Mai. Boah. Ich habe keine Ahnung, komm, Telefonjoker. Müsste C sein, Hänschen, ja. Ja, hätte ich doch geraten. Scheiße. Hätte ich mir einen Joker sparen können. Aber wenn ich geraten hätte, wäre es bestimmt falsch gewesen. Welcher der fünf Freunde aus... Enid Blytons Blytons Kinderbüchern hat vier Pfoten? George... Ist es das Englisch oder Deutsch? Ist das Georg, Richard, Anne, Timmy? Oder sind das George, Richard, Anne, Timmy? Timmy! Das muss doch Timmy sein, aber ich habe keine Ahnung, was das für eine Frage ist. Deshalb... Publikumsjoker, komm. Timmy! Hätte ich doch geraten. Hätte ich doch gerade. Welches dieser Tiere ist kein Lurch? Erdkröte, Feuersalamander, Laubfrosch, Blindschleiche. Was ist ein Lurch? Scheiße. Oh Mann, also heute ist schon mal schlecht. Ich hätte sie Blindschleiche gesagt, weil das fällt für mich irgendwie so aus dem Schema hier. Irgendwie. Weil alles andere hat
doch eigentlich irgendwie Füße. Und die Blindschleiche ist doch im Prinzip eine Schlange, oder? Komm, weil es so lustig ist, nehmen wir noch den letzten Joker. Blindschleiche, sie ist eine Echse. Ja, eine Schlange. Hätte ich doch geraten. Gut, naja, jetzt muss ich raten. Welches Tatort-Duo ermittelt seit 2015 in Frankfurt am Main? Janecke und Pri, Schiller und Gümer, Dorn und Lessing, Thiel und Börne. Fernsehfrage. Ich habe trotzdem keine Ahnung. Oh je, das ist, ich habe keine Ahnung, Runde, und ich rate auch nicht Runde. Komm, ich nehme Chiller und Gümer. Ja. Komm, noch ganz schnell eine Runde hinten nach. Noch ganz schnell in eine zweite Runde rein, wir haben noch Zeit. Ordnen Sie diese Wörter so, wie sie im Refrain eines bekannten Reinhard May Songs vorkommen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Jo. Oh ja, ich hätte jetzt gedacht, keine Ahnung, den Typ kenne ich nicht. Aber die Wörter, ja. Bevor er losfahren konnte, musste der Mann vom Getränkeservice erst noch den Klitsche Bruchbude Absteige Saft laden. Ja, der musste den Saft laden, sonst fährt er mit einem leeren Auto los. Das wäre nicht so gut, oder? Dann fährt er mit dem leeren Auto zum Kunden und wenn er da ist, sagt er, oh Scheiße, das ist jetzt nicht so gut. Ich habe den Saft vergessen. 100-Euro-Frage. An vielen Universitäten gibt es Institute für Geschichtskunst, Mathe-Sport, Biochemie, Rallye-Physik. Biochemie. Was stellt die Flunder erst nach einigen Lebenswochen fest? Kann doch nicht wahr sein. Ich glaube es einfach nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Jetzt bin ich aber platt. Jo, die ist platt, ne? Platt wie eine Flunder halt. Jui. 300-Euro-Frage. Haben sich im Supermarkt schon Schlangen gebildet, wird häufig eine weitere Angestellte geschröpft, zur Kasse gebeten, abgezockt, über den Tisch gezogen. Die wird dann zur Kasse gebeten. Das passiert mir jedes Mal am Samstag, wenn ich einkaufen gehe. Kurz bevor ich bei der Kasse bin, höre ich die Durchsage, jedes Mal Frau so-so, bitte zur Kasse. Jedes Mal. Ist mir eigentlich wurscht, weil ich gehe immer zum Self-Checkout. Ich mache das so gerne, ich nehme so gerne die Produkte und mache piep, piep, piep. Das ist das Beste am ganzen Einkauf. Aber ja, die werden dann zur Kasse gebeten. 500-Euro-Frage. Bei einer Töpferscheibe handelt es sich sozusagen um einen Tonträger, eine Audiodatei, eine Schallplatte oder eine Musikkassette. Das ist der Tonträger. Ja, solche Fragen könnten kommen bis ganz nach oben, dann wäre alles gut. Welches geschwätzige Familienmitglied ist sogar dem Duden ein Begriff? Hey, das kam schon mal! Das kam schon mal, was war's denn? Quasselenkel? Sabbeltante? Plappergroßvater? Schwafelcousine? Oh, was war das denn? Das war die Sabbeltante, oder? Ich glaube, ich habe das sogar zweimal schon gesehen. Einmal im Fernsehen bei Wer wird Millionär? Und einmal, als wir selber raten mussten. Das war die Sabbeltante, oder? Weil der Enkel, das ist ja kein Quasselenkel. Also, wer kennt einen Enkel, der einen vollplappert? Kann es schon mal nicht sein. Eine Cousine, die einen vollplappert, ist jetzt auch nicht so bekannt. Also ist entweder die Tante oder der Großvater. Ich gehe mal auf die Tante. Nur die Frauen reden ja meistens mehr als die Männer, wenn... Das ist jetzt nicht sexistisch oder so, ne? Das ist einfach so... Gut.
Gut, bin ich doch froh, dass ich eine Frage, die ich schon zum dritten Mal sehe, auch richtig beantworten kann. Welches dieser Wörter für 2000 Euro hat in der Pluralform genauso viele Buchstaben wie im Singular? Halle, Raum, Saal, Flur. Die Halle, das sind die Hallen. Der Raum, das sind die Räume. Der Saal, das sind die Säle. Und der Flur, das sind die Flure. Moment, schreibt man Säle mit einem Ä? Ja, vermutlich. Doppel-Ä im Deutschen, hat das schon mal jemand gesehen? Ich hätte jetzt Säle. Ja, Word hätte mir das dann schon rot unterstrichen, ne? Säle, ja, das ist wahrscheinlich nur ein Ä. Bei Flur ist Flure. Jo. Gut, passt. Weiter geht's. 4000 Euro. 2008 im Kino wieder vereint, in Zeiten des Aufruhrs, wurde das Traumpaar aus Titanic, Pretty Woman, Jenseits von Afrika oder Harry und Sally. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist, deshalb rufe ich jemanden an. Titanic. Okay, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Von mir aus. 8000 Euro Frage. Familiensendungen im Fernsehen richten sich an Jung und Alt, Jung und Alt, Jung und Alt, Jung und Alt. Jung und Alt, Jung und Alt, Jung und Alt, Jung und Alt. Entschuldigung. Musste jetzt sein. Genau. Also es richtet sich ja an etwas, also so im Prinzip ein Objekt zum Beispiel oder ein Subjekt. Das heißt, das schreibt man groß und dann macht es auch keinen Sinn, das eine klein und das andere groß zu schreiben. Also ist beides groß, dann ist es D. 16.000 Euro. Die schwarzäugige Susanne findet man in der Gärtnerei, Grimms Märchen, Cocktailgläsern oder in den Uffizien. Keine Ahnung. Schwarzäugige Susanne, das klingt nach einer Blume. Weil ich meine, wenn es eine Person ist, die ist schwarzäugig. Also ich nehme jetzt mal an, damit sind dunkelbraune Augen gemeint. Sehr dunkelbraun, also das ist ja nichts Besonderes. Wieso soll man dann schwarzäugige Susanne sagen? Der Rest habe ich halt keine Ahnung. Was Uffizien sind, habe ich keine Ahnung. Also wenn ich keine Ahnung habe, dann muss ein Joker her. Publikum. Ah, der Gärtnerei. Hätte ich doch geraten. Ist es auch richtig? Jo. Alter. Worüber geben sogenannte Strömungsfilme Auskunft? Strömungsfilme. Gezeitenwechsel, Verkehrsaufkommen, Luftmassenbewegung, Hirnaktivität. Ha, 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 ha. 50-50. Komm, ich will entweder C oder D nehmen. Luftmassenbewegung, Luftströme oder Hirnaktivität, Hirnströme. Ja, ich meine, man kann auch Verkehrsströme sagen oder Gezeitenströme, aber... Verkehrsaufkommen. So, haben wir was ausgeschlossen. Jetzt haben wir den Joker genommen. Jetzt nehmen wir es wieder zurück. Ich bleib bei Luftmassenbewegung. Jo. 64.000 Euro. Mit
2158 wurde Ende 2018 die weltweite Anzahl der Personen angegeben, die als Dollarmilliardäre gelten, einen IQ von 150 plus haben, als Heilige verehrt werden oder über 100 Jahre alt sind. Junge, willst du mich vergackeiern mit dieser Frage? Was ist das für eine Frage? Dollarmilliardäre könnte ich mir vorstellen. Über 100 Jahre alt. Könnten das viel mehr sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist halt so eine Sache. Wie weiß man, wie viele Leute über 100 Jahre alt sind? Und dann eine solch genaue Zahl. Ich meine, da müsste man ja auf der... Nee, komm, da müsste man... Wie will man das denn eruieren? Nein. Ein IQ von über 150 haben. Also rund 2000 Leute. Als Heilige verehrt werden, was soll das denn? Wen interessiert das? Nee, raus damit. Okay, A oder B. Als Dollarmilliardäre gelten. Einen IQ von 150 haben. Wieso als... man muss eine Währung angeben, sonst macht es keinen Sinn. Ich würde auf A gehen, aber ich nehme meinen letzten Joker. Anzahl der Dollarmilliardäre, die leider oft als Heilige verehrt werden. Hoffe ich mal. Ja, okay. Hätte ich doch geraten. Wer schrieb den Tatsachenroman Schindlers Liste? Ich habe keine Ahnung. Leute. Björn Wegerund. Thomas Kennelly. Alfred Göblinger. Daryl Edwards. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich rate einfach mal und nehme... das hat schon früh geleuchtet jetzt hier. Ich nehme die. Ja, ich dachte schon, den, wo ich nicht weiß, wie man den ausspricht, der muss es ja sein. Scheiße. Okay, ja gut. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!